Musik ist höhere Offenbarung als alle Weisheit und Philosophie. Mit diesem berühmten Beethoven-Ausspruch begrüße ich Sie ganz herzlich bei Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Caroline Hartmann. Vor 250 Jahren wurde Ludwig van Beethoven als Sohn einer flämischen Musikerfamilie in Bonn geboren. Er sollte in den nächsten 57 Lebensjahren zu einem der berühmtesten Komponisten weltweit werden. Beethoven schrieb 9 Sinfonien, 5 Klavierkonzerte, 16 Streichquartette, 32 Klaviersonaten, 2 Messen und die Oper Fidelio und gilt als zentrale Figur der Klassik und als Wegbereiter der Romantik. Eine Beschäftigung mit Beethoven bietet sich schon im Musikunterricht der Grundschule an und sollte später in der weiterführenden Schule noch weiter vertieft werden. Dafür habe ich Ihnen ein paar tolle, kostenlose Materialien und Projekte für die Gestaltung Ihres Musikunterrichts herausgesucht. Um Ihren Schülerinnen und Schülern Beethoven als Mensch ein wenig näher zu bringen, empfehle ich Ihnen die äußerst anschauliche Beethoven-Biografie auf planetwissen.de. Für die Grundschule lege ich Ihnen besonders das spielerische Unterrichtsmaterial von Klassik macht A mit Shari Reeves und Ralf Kaspers ans Herz. Diese geben erste Einblicke in 3 seiner 9 Sinfonien. Aber auch der Spaß darf hier nicht fehlen. Und so können sich die Kinder bei Puzzle- und Memory-Spielen zum Thema Beethoven ein wenig austoben. Für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1 bieten sich besonders die kostenlosen Arbeitsblätter des Beethovenhauses in Bonn sowie das begleitende Unterrichtsmaterial des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks an. Hier wird anhand der Entstehungsgeschichte der 2. Symphonie das Werk Beethovens exemplarisch analysiert. Für Ihre digitale Unterrichtsgestaltung empfehle ich Ihnen die Augmented Reality App Beethoven Folge der Musik bei Schule Digital vom WDR. Hiermit eröffnen Sie Ihren Schülerinnen und Schülern neue Zugangswege zu Beethoven, zu seiner Person und zu einigen seiner Werke, wie Für Elise, die Mondscheinsonate und die 9. Symphonie. Spielerisch vollziehen die Schülerinnen und Schüler den Verlauf der Melodien mit Bewegungen nach und improvisieren im Anschluss selbsterdachte Bewegungsabläufe. Danach lernen sie mehr über Beethovens Biografie und über die Entstehungsgeschichte der einzelnen Musikstücke. Zum Abschluss möchte ich Sie noch auf das Projekt Beethoven Moves aufmerksam machen. Das Projekt will Zeichen gegen Gewalt und Ausgrenzung setzen. Die Handreichung besteht aus 3 Modulen, die durch die Sätze der 5. Symphonie leiten. Dabei wechseln sich musikpädagogische und erlebnisbasierte Übungen und Spiele ab. So lernen die Schülerinnen und Schüler den Komponisten näher kennen und setzen sich mit der Bedeutung von Musik für eigenes Leben auseinander. Auf dem Deutschen Bildungsserver finden Sie weitere empfehlenswerte Unterrichtsmaterialien und Projekte zu Beethoven und seinen Werken. Ich hoffe, diese Materialien machen Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern viel Freude und lassen bei Ihnen den Götterfunken nachhaltig überspringen.